Die Splatfest-Ankündigung ist jetzt schon da. Hä? Okay, gut. Wisst ihr eigentlich schon, in welches Team ihr geht oder wo ihr schon beigetreten seid? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. In diesem Video werde ich euch mein Team verraten und gleichzeitig gibt es nach der Teamauswahl noch ein Banner für euch, den ihr einlesen könnt. Na? Okay, dann würde ich mal sagen, beginnen wir mit den ganzen Dialoge. Die werde ich mir heute mal durchlesen, weil es das letzte Splatfest sein wird. Gut, mal schauen. Oh, ein Splatfest ist immer gut. Yeah, wuhu. Okay. Was ist das Thema? Ja, was ist denn das Thema? Momentchen, die Info kommt gerade aus rein. Ja, da kommt sie. Das Thema lautet. Ja, jetzt guck schon. Was? Ruhig, ich breite mich nur vor. Ja, wow. Liebe Hörschaft, wir präsentieren das offizielle Thema dieses Splatfest. Trommelwirbel, bada boom, bada boom. So, okay, am 13.09. Also das ist ein dreitägiges Splatfest. 13., 14., 15., ja, der 16. bis 2 oder schlafen wahrscheinlich eh die meisten. Also machen wir mal Freitag, Samstag, Sonntag. Krasse. Welches ist dir am wichtigsten? Welches ist dir am wichtigsten? Die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft? Bei dieser Auswahl muss man sich natürlich schon auch ein bisschen Gedanken machen. Stimmt man sich dann ein bisschen so auf sich selbst ein oder denkt man da auch ein wenig weiter? Für die Leute, die Splatoon 2 gespielt haben, die wissen, wovon ich rede, weil das letzte Splatfest hatte ja eine Auswirkung auf Splatoon 3 auch. Also, ja. Da ist natürlich schon wichtig, für welches Team man sich hier entscheidet. Also falls Nintendo das wirklich dann auch so machen wird wie bei Splatoon 2. Weil Team Chaos und Team Ordnung, das hatte ja eine sogenannte Auswirkung, wie schon vorher erwähnt, auf Splatoon 3. Wenn natürlich diese drei Themen auch eine Auswirkung dann nachher haben auf den vierten Teil, dann gibt es da schon etwas, was ich sehr, sehr gerne sehen würde. Aber eben, wir kommen gleich zur Auswahl. Mal schauen, was sie alle dazu sagen werden. ganz wie es sich gebührt für unser grandioses Grand Festival. Oh ja, ein 72 Stunden langes Megasplatfest an einer besonderen Location im Krater. Ja, anscheinend wechselt man die Location dann nachher auch, was echt cool ist. Nicht nur der Veranstaltungsort ist besonders, denn jede Splatfest-Seite hat ihre eigene Idolgruppe. Und zwar die Caesarans, Tentacool und uns drei. Also echt cool danach. Es gibt drei unterschiedliche Orte, wo unterschiedliche Soundtracks danach auf der Bühne danach abgespielt werden. Richtig nice. Genau, und die anderen haben uns auch ganz liebe Nachrichten zugeschickt. Hey, leider können sie heute nicht hier sein. Also lese ich einfach mal vor, was sie so... Hey, stopp! Oh, sie sind doch hier. Oh mein Gott, das erste Mal hier am Anfang zu sehen. Hä, was ist denn jetzt los? Ja, hier. Hey, liebe Anarchiesblätter, Kastüre, ein extra tentakuläres Hallo. Die Caesarans hier aus der Stadt, in der die Gehzeiten nie ruhen. Okay, cool. Ja, einfach nur ein Bild. Keine Animation. Okay. Wir sind das herzige Hype-Duo des Grand Festivals für Team Vergangenheit. Bleibt spritzig. Okay. Also die zwei, die sind also ein Team Vergangenheit. Oha. Was sagt ihr denn in unserer Sendung? Keiner hat uns irgendwas davon gesagt. Wir wollten Surimi Syndicate einfach etwas überraschen und zwar vierfach. Ja, vierfach. Wieso nicht sechsfach? Vierfach? Was ist das etwa? Oh, jetzt Pella. Hey, heißer geht's nicht, Kumpel. Diese Stimme, das ist doch... Und Pella und Marina auch hier zu sehen. Einfach nur ein Abklatschbild hier zu sehen. Da hätte ich echt gedacht, dass wir hier eine coole Animation noch hier erleben. Aber man hat wahrscheinlich hier am besten hier
Ja, mit der Animation go Sport, aber egal. Hey, alles spritzt sich bei euch. Hier ist Tencha Cool, frisch mitten vom Inkopolisplatz. Ja, das ist wahrscheinlich dann nachher Team Gegenwart, oder? Und wir sorgen für starke Stimmung für Team Gegenwart. Ja, ist einfach so der Reihe nach. Ja. Wenn's drauf ankommt, sind wir dabei. Now or never. Ja. Oha, Team Gegenwart hier. Ja, das ist aber auch eine mega Verwirrung eigentlich, weil mega viele feiern ja Marina oder Marina und Perla. Dann nimmt ja jeder dann nachher Team Gegenwart, um die da zu unterstützen, oder was? Nein. Unangemeldete Gäste sind wahrlich das Schönste am Moderatorenjob. Hui, ui, freuen wir uns aber. Ja, ich find's komisch, dass sie sich hier nicht so irgendwie so bewegen oder so. Einfach nur ein Abklatschbild drin zu sehen. Ja. Nun gut, ihr könnt es euch sicher denken, liebe Hörer. Doch als kleine Formalität. Team Zukunft, wir geben euch Power und zwar Klickstra, super spitzig viel. Ja, und die zwei sind Team Zukunft. Ja. Jetzt kann man das natürlich auch wieder so ein bisschen so ansehen, wenn man Team Zukunft nimmt. Nicht, dass die dann nachher in Team Zukunft irgendwie, also sagen wir so, Zukunft würde gewinnen und dann würden wir dann nachher im neuen Teil dann nachher wieder sehen, oder wie? So könnte man das natürlich auch sehen, aber ich denke, es ist wahrscheinlich eher weniger, da kommen wahrscheinlich wieder neue oder so. Keine Ahnung. Oder vielleicht das Team, wo gewinnen wird, würden wir die Charaktere vielleicht dann nachher irgendwie im vierten Teil dann nachher zu sehen bekommen. Das könnte nämlich auch sein. Aber eben, zu dem Thema komme ich dann nachher nochmal. Die sind unsere Rivalien vergessen. Also, schön die Flossen, also halt schön die Flossen still, ja. Ah, das ist ja Modi, wo hier gerade redet, okay. Ei, ei, hoch, wie herrlich, schön an, die Seasons und Tentacool anfeuern, ja. Wenn ich einmal zu Ende reden darf, wir alle sind hier, um unseren Teams zum Supersieg zu führen. Dieses Splatfest wird legendär. Aber sie sagen jetzt nichts Grundsätzliches zur Teamauswahl. Sie reden einfach so, ja, dass die Ersten da in Team Vergangenheit sind und die Mittleren da irgendwie Team Gegenwart und Schluss Zukunft. So, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind alle so wichtig. Die Wahl fällt schwer. Auf jeden Fall. Ja, die Wahl fällt schwer. Ich meine, jetzt haben da die Charaktere, haben da schon irgendwie die Teams bekommen. Da gehen wahrscheinlich einige danach in Richtung Charaktere. Doch ohne das, was früher passiert ist, wären wir heute nicht so, wie wir sind. Aha. Genau. Geheimnisse, Erinnerungen sind der größte Schatz, den es auf der Welt gibt. Jetzt gibt es die Argumente dazu. Was früher passiert ist, wenn wir heute nicht so wie wir sind. Ja, eigentlich ist es doch ein bisschen so, lässt doch die Vergangenheit ruhen. Aber die wecken da die Vergangenheit wieder zum Positiven irgendwie ein bisschen auf. Was sagen die so, Perla? Toll, und was habe ich genau jetzt davon? Was jetzt abgeht, ist das Allerwichtigste, was jetzt abspielt. Na, die Gegenwart. Kannst du deiner Meinung, Perla? Ja, was jetzt abspielt. Mach die Gegenwart klar, dann biegt es sich die Zukunft schon dasselbe zurecht. Easy. Mit Vergangenem lässt sich abschließen. Eben, das habe ich eben auch vorhin gesagt, was Marina gerade sagt. Mit Vergangenem lässt sich abschließen. So, die Vergangenheit lässt sich ruhen. Für mich zählen nur meine Tentacool-Tage, also meine Tentacool-Tage, die jetzigen Tage, die jetzt, gerade angesagt sind. Also, Gegenwart ist ja jetzt, was gerade jetzt läuft. Aber eine strahlende Zukunft ist das Beste. Und meine strahlt so, die blendet mich. Ja, eine Zukunft, wenn man so ein bisschen so, ich weiß nicht, vorausblickt. Ei, ei, richtig, ohne Blick nach vorn. Ja, genau, das sagt das. Ei, ei, ohne Blick nach vorn findet man schließlich seinen Weg nicht. Ja, eben, man muss auch vorausgucken. Sonst bleibt man in der Gegenwart irgendwie immer stehen. Oder in der Vergangenheit bleibt man immer zurück. Also nach vorne schauen, ist eigentlich eine gute Auswahl, oder nicht? Nun gut, jeder weiß, wovor er
einsteht und wer gewinnt, da ist wieder Aioli am Reden. Und wer gewinnt, ist auch schon klar. Wer gewinnt? Ja, wer gewinnt? Wer klickst mit? Wer ist dabei? Die Grand Festival Idol Gruppen sind. Wir zwei, die wissen, wo wir herkommen. Team Vergangenheit, wir freuen euch an. Ja, aber das ist jetzt auch ein bisschen unfair gemacht, dass man hier die Charaktere hier sieht, in welche Teams sie gehen. Weil die Leute, die hier feiern, die gehen natürlich in Team Vergangenheit dann nachher. Weil ich habe irgendwie am besten das Gefühl, jetzt wo ich jetzt das so sehe, dann kann das wirklich auch so sein, dass wenn man sich dafür ein Team entscheidet, dass das Team dann nachher, dass die Charaktere dann nachher wirklich im vierten Teil eine Rolle spielen. Also so sehe ich das jetzt gerade an. Wir, die genau wissen, was früher war, macht nur unser Leben heute klar. Team Gegenwart kämpft dafür, dass das Hier und Jetzt nicht schöner sein kann. Ja, das stimmt auch. Blick nach vorne, Vollgas für die beste Zukunft. Ja, für die beste Zukunft, die je geworden sein wird. Ei, ei, war das richtig? Aber die Grundaussage stimmt. Los, Team Zukunft. Für die beste Zukunft, ja. Für ein neues, schönes Splatoon 4 mit viel Abwechslung, ja. Vielleicht hat das ja eine Auswirkung, wenn man Team Vergangenheit dann nachher nimmt, dass man etwas aus Splatoon 1 dann nachher wieder zurückbekommt. Wisst ihr, was ich meine? Dann denke ich natürlich schon, Muren-Türme, wo ich eigentlich noch cool fand, sind aus Splatoon 1. Oder halt Splatoon 2, Marina und Perla, da gibt es ja auch das Abyssal-Museum, Grätenfischkanal, was ich auch noch cool fand. Wandelzonen. Ja, das erweckt natürlich auch Erinnerungen, aber ich weiß nicht, ob das nachher wirklich einen Zusammenhang haben wird oder nicht. Man kommt da schon ein bisschen ins Grübeln und Zukunft wäre natürlich auch episch. Ja, so ein bisschen so Science Fiction oder sonst irgendwas. Alter, falter Fisch, was ist los? Ist noch nicht fertig? Die Sisirens und Tentakul stürmen unser Konzert. Die lege ich trocken, jawohl. Okay. Ei, ei, Moment, das Mikro ist noch an. Wieso sind wir noch auf Sendung? Man hört das erste Mal keinen Ingame-Sound. ASMR-Zeit. Oh, nanu! Eine Notdurchsage von der Berg GmbH. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Blattsville Grand Arena. Was ist das hier? Ist das eine exklusive Arena, wo hier gerade kommen wird? Exklusiv hier für den letzten Big Run Alarm, oder was? Big Run Alarm, jetzt! Was wollen die mich für Fische ein? Krass. Am 7.9., das ist dann noch nächste Woche. Am Samstag bis am Montag. Oh, wo die Salmoniden im Big Run gerade ihr ungesättigtes Fett bekommen haben. Ei, ei, diesmal ist ihr Ziel die Splatsville Grand Arena. Die Splatsville Grand Arena? Kennt ihr die vielleicht? Okay, nein. Um ehrlich zu sein, na, wie soll ich sagen, das ist dramatische Pause. Okay. Das ist der Eventort des Splatfests. Oha, Albers. Krass. Die Splatsville Grand Arena ist die Bühne, die für das Grand Festival gebaut wurde. Oha, was zum... Ah, treibt diese Schmierfische denn auf einer Eventbühne? Meine Herren, okay. Auch wenn Jux, jetzt ist Einsatz gefragt. Zum Big Run Start, alle auf zur Berg GmbH. Wer vorher eine Splatfest-Seite wählt, kriegt sogar Triton-Söhne fürs Arbeiten. Okay, krass, man bekommt Triton. Das heißt, oh mein Gott, das heißt, wenn man hier beim Big Run mitmacht, bekommt man Triton hören. Und das heißt, man fand ja irgendwie nachher. Also, das ist natürlich mega cool.
Allen, die für das stattfindende Fest kämpfen, jetzt schon ein Riesendank. Oh, genau, ganz noch der Devise. Erst Feste feuern. Erste Feste feuern, dann Feste feiern. Ja. So. So sieht das also hier ein bisschen draußen aus. Ja. Also genau gleich, oder nein? Nein. Ja, das sind schon mega viele Sachen hier, die hier aufgestellt wurden, ne? Heftig. Ja, ein bisschen mehr Sachen hier. Grand Festival hier. Steht einfach ein neuer Turm hier. Heftig. Oh, und hier auch. Hier steht auch ein neuer Turm da. Ja. Da oben auch. Schaut euch mal an, die ganzen Banner hier. Ja. Also, hier sind die Shirts, wo man hier sieht. So sehen die jetzt. Boah, das erste sieht aber richtig nice aus. Schwarz-rot. Das wäre mein Favorit jetzt gleich vom Style. Weiß und. Es sieht mal komplett anders aus, das Shirt. Weiß-blau. Ist auch nicht schlecht hier. Grau-grün. Welches gefällt euch hier am besten? Hier sind die Teams hier. Die Vergangenheit ist mir am wichtigsten, also was einem am wichtigsten ist. Die Gegenwart ist mir am wichtigsten, die Zukunft ist mir am wichtigsten. Hier, oh mein Gott, wo soll ich hin? Man sieht hier im Hintergrund übrigens auch ein bisschen leicht die Farben Vergangenheit, so ein bisschen so ein Pink-Rot. Blau haben wir hier und Grün. Also so ein bisschen so ein Giftgrün da hinten auch zu sehen. Ja, heftig. Das sind die Farben. Man sieht sie auch hier am besten. Oder wenn man hier zur Auswahl hier auch geht, dann sieht man das auch am besten hier im Hintergrund. Ja gut, hier im Hintergrund so mittelmäßig. Außer die Farben, wo man sieht hier, die werden gemischt. Das könnte natürlich auch sein, dass es die ersten Farben sind, wo hier so ein bisschen so gemischte nachher sind. Dann würde mir eigentlich von den Farben hier Vergangenheit am besten gefallen. Das geht noch so. Aber das sind ja schon fast so. Das sind nicht Remo-Farben, aber es geht schon fast in die Richtung hier am besten. Speziell. Und hier, das ist auch so eine Mischung. Mist, ey, das ist gar nicht mal so leicht. Also wenn ich ehrlich bin, die Vergangenheit ist mir ehrlich gesagt nicht so am wichtigsten. Ich würde mich ehrlich gesagt mehr auf die Gegenwart oder Zukunft am besten fokussieren. Also eins von den zwei und nicht das da hinten. Aber wie schon gesagt, von der Farbe, oder wenn das natürlich dann auch wirklich so eine Farbmischung dann nachher auf der Map ist, dann würde ich mich hier für das hier entscheiden. Orange, Pink, Rot, das sieht sicherlich richtig nice aus. Es sind wie drei Farben vermischt. Seht ihr das im Hintergrund? Orange, Weiß und dieses Pink. Und hier irgendwie Blau, Lila, also so Violett. Und so ein Weiß, wo man auch so ein bisschen so drin sieht. Hier so ein Grau, wo man drin sieht. Ein Hellgrün und ein Grasgrün oder so irgendwie. Also ich muss sagen, die haben mir den Kopf da schon ein bisschen hier verdreht mit den Charakteren jetzt da, wo sie sich da jetzt da von dem Team da schon im Voraus entschieden haben. Weil im Kopf hatte ich eigentlich Team Zukunft. Weil wenn Team Zukunft gewinnen würde, dann hätten wir, wenn es so nach dem Splatoon 2 Schema gehen würde, hätten wir dann auch im dritten Teil etwas abgespaced, also so ein bisschen so Science-Fiction-mäßiges, und das wäre doch eigentlich mega geil gewesen, wenn man irgendwie in Splatoon 4 in der Zukunft spielen würde. Also das wäre doch ein Traum, oder nicht? Aber da jetzt diese Charaktere da irgendwie vielleicht auch einen Einfluss hätten, ich weiß es nicht. Oder sie einfach zur Verwirrung da sind, ich weiß es auch nicht. Weil in Splatoon 4, das würde ich mega feiern, wenn das in der Zukunft abspielen würde, hier so in der Gegenwart. Ich weiß es auch nicht, wie das umsetzen würden oder so, oder hier in der Vergangenheit. Irgendwas vom früher oder so irgendwie, also so abgespaced mit so fliegenden Fahrzeugen oder so, irgendwas richtig Geiles oder so irgendwie.
so im Space oder ich weiß nicht was, oder irgendwie so eine mega coole Splatoon, so eine Science-Fiction-Splatoon-Lobby oder so. Das würde ich mega feiern. Das wäre sicherlich mega cool. Aber zum einen reizt mich die Farbe hier ganz und gar nicht. Also ich habe nichts gegen Grün oder so. Ich finde Grün schon eine coole Farbe, aber dieses stechende Grasgrün vermischt mit Gelbes da hinten. Grün, Gelb und Grau. Vielleicht ist es ja weiß danach auch. Wenn natürlich Marina und Perla eine Rolle spielen für den vierten Teil. Oder die dann nachher die Moderatoren werden. Oder vielleicht kommen wirklich neue Moderatoren. Ich weiß es nicht. Oder die vielleicht dann nachher als Bosse zu sehen werden oder so. Dann würde ich mich da schon für Team Gegenwart entscheiden. Also wenn ich das so von der Ansicht anschauen würde. Team Gegenwart ist mir am wichtigsten. Und ich muss sowieso sagen, wie schon gesagt, auch von der Real-Life-Situation Gegenwart, was jetzt gerade bei mir abspielt, finde ich auch mega wichtig. Und natürlich auch zukunftsorientierend zu sein, finde ich natürlich auch wichtig. Weil es gibt ja auch immer so die Frage, wo sieht man sich in den nächsten 5 oder 10 Jahren oder so? Oder halt, ja, ein bisschen vorausplant, wie sieht es dann nachher später aus? Oder man genießt das jetzt und je, wo man jetzt halt da ist. Also ich glaube, ich entscheide mich hier für die Gegenwart, ist mir am wichtigsten. Nämlich das ja, wie schon gesagt, von den Farben ist es hier bei mir an der zweiten Stelle. Und gleichzeitig spielt hier Marina und Perla noch eine Rolle. Die Charaktere finde ich auch noch cool. Und wie schon gesagt, von der Auswahl, so wenn ich das jetzt hier mit meinem Real Life auch vergleichen würde, dann würde das auch gut auf mich zutreffen, sowie natürlich auch auf das. Aber dieses Team, das hat mehr, wie soll ich sagen, Argumente für mich selbst, wo ich sagen kann, hey, das passt. Wie schon gesagt, Charaktere, Farben finde ich cool. Real Life passt es auch. Das würde natürlich auch Real Life-mäßig auch gut passen, irgendwie Zukunft und so. Aber Farben dafür nicht und Charaktere eher weniger. Also wenn ich das am besten so sortiere, so nach der Priorität, dann muss ich sagen, passt das hier am besten hier zu mir. Jawohl, und wir werden uns gleich mal noch das Splatfest-Shirt auch anschauen. Und das Splatfest-Shirt ist hier weiß, was ich eigentlich auch noch eine coole Farbe finde, weil weiß gefällt mir eigentlich sehr gut. Wow, richtig nice. Können wir das behalten, wenn wir gewinnen oder was? Das wäre es natürlich, oder? Sind wir Team Whiteside. Ist doch auch cool. Passt ja gut hier zu meiner Maske hier, die ich da habe. Richtig nice. Hey, jetzt auch noch was schnell für euch. Ich blende euch hier auch noch schnell den sogenannten QR-Code ein. Dann könnt ihr abfotografieren mit dem Handy und dann nachher in der Splatnet 3 App einlesen. Dafür geht ihr einfach den QR-Code scannen und gleichzeitig gibt es da die Möglichkeit, mit der Kamera den QR-Code einzulesen oder liest einen QR-Code von einem gespeicherten Bild ein. Also da gibt es 2 Auswahlen, vielleicht die untere Auswahl, dann scannt es euch das Ganze ein und dann läuft ihr hier da schnell zu diesem Terminal hin, Zeug abholen und hier hat man ein Geschenk hier von Splatnet 3. Das ist hier dieser Banner. Hier sieht man ihn nochmals. Richtig cool hier. Und der Banner sieht dann hier so aus hier. Im Inkopolis-Platz hier von der Splatoon 2 Lobby sieht das hier anscheinend hier auch schon eher geschmückt aus. Also nicht nur Splatsville, wo wir hier haben, sondern auch noch hier Splatoon 2 Lobby. Da haben wir auch schon die ganzen Banner hier zu sehen. Ja. Richtig cool. Das sieht man übrigens auch nur ein einziges Mal. Und dann sieht man das nachher nie mehr wieder. Da sind sie auch schon hier. Da haben wir auch schon ein paar Poster, Plakate hier, die hier aufgehängt wurden. Richtig cool. Hier läuft auch schon Musik im Hintergrund. Normalerweise hört man die nicht. Da. Ja, Splatoon 2 Musik ist das schon sehr cool. Ja, cool, cool, cool. Splatoon 1 Lobby, die sieht hier auch ein bisschen anders aus, ne?
Also natürlich hier für die Vorbereitung, die hier auch noch getroffen werden hier für das Grand Festival Eventure Splatfest. Hey, schaut doch schon da oben, ist hier der Fuchs hier mit meiner Maske. Das ist mir vielleicht die Maskenidee, da kommt, ne? So. Echt cool hier. Ja, ich finde das cool, dass sie das hier wirklich in allen Lobbys da sogar auch angepasst haben. Nicht nur in Splatsville, sondern auch hier. Da hinten ist übrigens die Teamauswahl. Hallöchen, hallöchen. Ja, ah, das wird sich ein mega cooles Splatfest, ey. Und wie schon gesagt, von den Farben her, da sieht man ja auch schon ein bisschen da hinten oder da schon ein bisschen so die Mischung daraus. Dass es dann wahrscheinlich, man könnte sagen, zweifarbig sein wird. Also die dritte Farbe würde man auch noch sehen, aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich zwei Farben sein werden. So orange und pink und blau und violett, lila und grün und gelb vermischt zusammen. Außer sie haben wirklich noch eine dritte Farbe hinzugefügt, aber man sieht es ja hier auch am besten. Weiß sind immer ein bisschen die Charaktere auch zu sehen. Wird sicherlich mega, mega cool. Gut, das war's auch gewesen. Hat es euch gefallen? Lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn ihr neu ist. Schreibt mir doch auch gerne einen Kommentar, würde mich darüber freuen. Hey, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.